So, dann bewegen wir uns mal durch die Tür. Mal sehen, was uns dahinter erwartet. Na, öffne. Hm, nicht abgeschlossen. Was willst du, Bursche? Das ist nicht die Kasse. Siehst du das denn nicht? Ich komme mit Mathilde zu blablabla. Ich bin unser... ich bin der Feuerschutzbeauftragte. Wofür hältst du mich? Einen Dummkopf? Einen Augenblick noch. Warum kannst du keine Nein verstehen, Junge? Ich muss wirklich mit ihrem Star reden. Glauben Sie mir doch. Halt! Sie brechen mein Herz. Es geht um Leben um Statuen. Ich muss sie sehen, sie ist die schönste aller Frauen. Ah, genau. Ich muss sie sehen, sie ist die schönste aller Frauen. Wissen Sie das denn nicht? Keine fiese Manenten, Junge. Du redest hier von meinem Idol. Kein Scherz, sie ist die größte, glauben Sie mir doch. Meine ich auch. Sie hat sowas Gewisses. Ja, sie ist sehr hübsch. Ja, sie hat eine tolle Großhirnrinde. Das ist eine schöne Beleidigung, finde ich. Ja, ich weiß nicht mehr. Ja, sie ist sehr hübsch. Das muss nicht extra betonen. Gute Nacht. Einen Augenblick noch. Nicht gehen. Ja, wofür denn noch? Ich muss wirklich mit ihrem Star reden, Mensch, glaub mir doch endlich mal. Noch ein Bewunderer, wa? Ja, sie ist sehr schlau. Schlau, meine Meinung. Weißt du, was ich am meisten mag? Ist die Art, wie sie, hilf mir doch mal auf die Sprünglichchen hier, komplizierte Dinge so leicht verständlich macht, vielleicht? Genau das ist es! All die schlauen Sachen klingen so einfach, wenn ich ihr zuhöre. Für einen College-Jungen bist du in Ordnung. Komm rein, Junge. Sei willkommen. So, da haben wir den Türsteher überlistet. Wir sind drinnen. Da ist auch schon Madame Sophia. Hier sehen wir unseren Hausmeisterchen. Den müssen wir jetzt nur irgendwie ablenken, damit wir diesen Geist hier so schön da machen lassen können. Reden wir mal mit dem Beleuchter. Entschuldigen Sie. Aha. Sie müssen der neue Hausmeister sein. Was? Wurde auch Zeit, dass jemand Biff ersetzt. Der hat ja nur Grütze im Hirn, so wie er aussah. Ich will eine Audienz, bla bla bla. Na, machen wir das hier. Holen Sie mal die Betrügerin her, ja? Los, aber ja, Dalli. Sie beleidigen da eine Göttin, Mister. Diese Göttin war mal Wissenschaftlerin, mein Lieber. Verstehen Sie das denn nicht? Sie kann mit Geistern reden, ja. Wer braucht ja noch die Wissenschaft, mein Lieber? Wir. Entschuldigen Sie. Nehmen Sie es leicht und genießen Sie die tolle Show. Hier, meine Freunde, ist Atlantis. So wie es in seiner Glanzzeit ausgesehen haben könnte. Ruhmreich, wohlhabend, gesellschaftlich und technisch fortgeschritten. Jenseits unserer wildesten Träume. Vor 5000 Jahren, als alle anderen noch Tierhäute trugen, wagten die mächtigen Denker von Atlantis eine Stadt zu bauen, in der Wissen und Macht in Zufriedenheit vereint waren. Jahrhunderte später schrieb der berühmte Philosoph Plato darüber. Er vermutete Atlantis auf einem Kontinent weit draußen im Ozean und beschrieb eine Aufteilung in drei kreisförmige Teile, wie Sie sehen. So wie Sie hier sehen können. Ist hier nicht fabelhaft, mein Lieber? Sie könnte noch stundenlang so reden. Das finde ich aber nicht gut, weil das brauchen wir nicht. Entschuldigen Sie, Mister! Psst! Jetzt kommt der interessante Teil. Was kam über diese großartige Stadt, frage ich Sie,
Wir werden es nie genau wissen. War es der Meeresspiegel, der langsam anstieg? Oder die Erdkruste, die sich plötzlich verschob? Was immer auch geschah, Panik muss Atlantis Bürger ergriffen haben. An dem schrecklichen Tag, an dem das stolze Atlantis in den Wellen versank. Blub. Oder? Vielleicht war es in einem Vulkanausbruch und selbst heute wäre noch etwas zu finden. Bei einigen Fragen ist der große Geist, der meine Gedanken lenkt. Der Allessehende nur Absal, völlig verschwiegen. Ja, was für ein Wunder. Ich habe das schon 100 Mal gehört. Die Frau ist einfach nicht zu stoppen. Sie hört einfach nicht auf. Entschuldigen Sie noch einmal, Mister. Ja, was jetzt? Wollen Sie nicht vielleicht etwas anderes tun? Ein bisschen Zeitung lesen vielleicht? Was denn? Das Showgeschäft ist mein Leben, mein Lieber. Lesen Sie denn nicht? Zufälligerweise, wie... Sicher, das ist ja ein Hobby von mir. Wenn ich Ihnen was zu lesen gebe, was würden Sie dann machen? Würden Sie dann verschwinden vielleicht? Ich könnte ja mal reingucken, wenn es was Interessantes gibt. Gut, dann geben wir den schlauen Denker hier doch mal die Zeitung von heute an Beleuchter. Hier. Ach ja, die Spätausgabe. Aber ob die Dodgers wohl gewonnen haben? Passen Sie mal kurz auf das Licht auf, ja? So, da haben wir ihn jetzt erfolgreich abgelenkt. Und nun werden wir ein bisschen Piepshow machen mit unserem Geist. Drücke rechter Hebel nach vorne. Drücke linker Hebel nach vorne. Und drücke Knöpfchen. Und ab geht er. Und da geht er hin, der allmächtige Nur-Absal. Und ich fühle immer noch die Gegenwart von Atlantis durch. Ich darf ihn Nur-Absal präsentieren, meine Lieben. Den großen atlantischen Gott des Betrugs! Betrugs! Danke, Indy! Indiana Jones! Du hast vielleicht Nerven! Zurück, du Karnevalsfigur! Oh, prima! Gute Nacht, Leute! Das gibt jetzt ein bisschen Ärger, aber scheiß drauf. Kommen Sie, Mister! Ich muss mal ein paar Takte mit Ihnen reden. Na, das war ja auch längst überfällig. Ich hab mir hier schon Wund gedrückt. Und Wund gekloppt. So. Oh nein! Mist, Kerner war zuerst hier. Bleib hier. Niemand hier. Oder hier. Verdammt. Ich hätte es wissen müssen. Psch. Servus, Herr Bauer, gute Nachrichten. Telegrafieren Sie Dr. Übermann in Berlin Folgendes. Informieren Sie ihn, dass wir die Muster haben, von denen wir sprachen. Ach, ich bin doch so schön. Was ich wohl jetzt nur machen werde? Ein bisschen Late Night. Das ist das zweite Mal, dass mir Kerner durch die Finger schlüpft, Mensch. Verdammt. Was wollen die Deutschen mit allen alten Statuen? Schon die Zeitung gelesen, mein Lieber. Gucke mal hier. Hör dir das an. Deutsche beanspruchen Sieg im weltweiten Rennen um die Spaltung des Uranatoms. Wissenschaftler Dr. Hans Übermann kündigt Pläne an, neue Energiequellen für das Dritte Reich zu erschließen. Klingt das nicht interessant für dich? So,